Ja, hallo. Das ist dann der erste Test mit der neuen Kamera unter fürchterlich schlechter Beleuchtung. Ich war ja in meinem letzten Video, da hatte ich so eine kleine Handkamera von der Schwester, 600x40 Pixel, konnte überhaupt nicht. War ich ja schon mal am Erklären, das Mobiltelefon ist kaputt. Ich spreche jetzt in ein neues, ich habe mein Nexus 5 gekauft und mein Rechner ist kaputt. Ja. Den Rechner habe ich noch nicht geriegelt. Das dauert noch ein bisschen. Ich lade das Ding hier auch mit dem Handy hoch. Wir werden sehen. Aber zu meinen tollen Holzhobeln hatte ich ja beim letzten Video schon gezeigt, habe ich mir den kleinen von Stanley geholt. Ne, diesen Low Angle Block Plane. Keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt. Out of the box schon wirklich scharf, das Ding. Das ist mein alter Nummer 4er. Marke Arcon, sagt mir überhaupt nichts. Aber hat auch anderen Leuten nichts gesagt. Ja, und das ist mein neues Baby, ne? Was soll ich dazu sagen? Nummer 7, natürlich Stanley. Da ist er. Out of the box schon echt mächtig. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich die Dinger auch geschärft kriege, ne? Also wirklich scharf bekommen. Ja, und das wird noch so, ich sag mal, ein kleines Problem sein. Ich greife mal kurz nach links, nicht verschwinden. Die habe ich mir mitbringen lassen. Aus Taiwan. Waren nicht teuer, ich weiß nicht, so 550 Baht oder sowas. Das ist einmal der King Eagle. Da steht auch nichts drauf, welche Körnung oder sowas. Ist aber ja ein zweigeteilter, ne? Also oben feiner, unten gröber. Ich habe keine Ahnung. Und den Tigerland oder sowas hier ist auch ein zweigeteilter. Und wenn ich mir die Dinger so anfühle, also ich weiß nicht, da steht wirklich nichts drauf. Überhaupt nichts. Wenn ich mir die Dinger so anfühle, auch auf dem Stein hier steht nichts. Haben wir wieder oben eine feine Seite, unten wieder eine grobe Seite. Ja, nun sagte mir man mir schon, Junge, pass auf, das sind keine Wassersteine. Das sind irgendwie Steine für, also Silikon Carbide steht hier noch drauf, für Öl. Oha, habe ich gedacht. Öl, was nimmst du da? Ja, bester Tipp war Babyöl, ne? Naja. Was soll ich dazu sagen? Ein Problem habe ich noch. Ihr seht das, den Kleinen hier draufgelegt. Der hat gerade mal die Breite, dass ich hier das Hobeleisen von dem Kleinen vernünftig abrichten kann. Ne? Also nicht gerade, sagen wir mal, von so einem Nummer 7er, das ist doch um einiges breiter. Und das sind jetzt so die nächsten Probleme. Bis auf, dass ich mir noch einen 5er holen will von Stanley, habe ich so das Problem, jetzt muss ich mal nachdenken. Zwischen den Kopf einschalten. Was mache ich? Wie mache ich es? Wie mache ich es günstig? Weil meine Werkstatt, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Entwickelt sich so langsam. Es ist teuer. Ich habe gesagt, ich mache alles ohne Maschinen. Ganz recht habe ich ja auch nicht. Ich habe ja immerhin einen Akkuschrauber und den benutze ich doch gelegentlich. Ich habe auch in letzter Zeit nicht alles gefilmt, was ich so gebastelt habe. Nebenbei viel YouTube geguckt wieder, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde nachher mal so zwei, drei kleine Projekte angehen. Ich habe vor, mir einen vernünftigen Dampfenständer zu machen. Für meine Dampfen. Und oben wartet noch das neue Büro. Da haben wir aus dem Küchenbereich eine große Platte geholt. Vollholzplatte. Und da muss ich noch ein hübsches Untergestell bauen, weil da soll so ein richtig schöner Eckschreibtisch rein. Ob das schön wird oder nicht, werden wir sehen. Das kommt auf meine handwerklichen Geschicke an. Aber ich denke mal, alles, was ein bisschen krumm wird, wird mit entsprechender Schmögeltechnik in langer Kleinarbeit dann wieder gerade. Ne? Ja, in diesem Sinne, kurzer Lichtblick von mir hier so mit neuer Kamera und so. Ich hoffe, das reicht. Das ist jetzt nur die Frontkamera von dem Nexus 5X, also die Full-HD-Kamera. Auf der anderen Seite habe ich noch eine 4K-Kamera,
Aber ich glaube nicht, dass ich das hier in 4K filmen muss, ne? Und schneiden muss und so. Haufen Arbeit. Ich sage euch das. Das sind Dateien. Bumm, eine Minute irgendwie 300 Megabyte oder sowas. Hört auf, ey. Das ist irre. Das ist irre. Und ich habe, wie gesagt, im Augenblick nur zum Arbeiten das kleine Notebook und nicht mein PC. Der stand beim letzten Mal hier. Mittlerweile steht er wieder am unterm Schreibtisch. Aber ich glaube, das ist ein finaler Festplattenschaden. Ja, was soll ich dazu sagen? Muss ich die Geschichten hier in 4K drehen oder reicht die Full-HD-Auflösung? Bisschen am Licht sollte ich noch so zwei Spots oder so, weil gibt doch schon dunkle Ecken, blöde Schattenverläufe hier. Was sagt ihr dazu? Soll ich meine Sachen jetzt in 4K filmen? Ja oder nein? Da unten ist ein Kommentarfeld und ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite von euch, da oder da oder da, ist irgendwo so ein Subscribe-Button, so ein Abonnier mich. Also falls ihr Lust habt und sehen wollt, wie sich so eine Holzwerkstatt entwickelt, wird über die nächste Zeit wieder ein bisschen was kommen. In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden.